Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ja, herzlich willkommen zum Power Sonntag. Ich habe noch 20 Spiele vor mir in der Weekend League. Ich habe keine Ahnung, wie ich die alle schaffen soll. Was vor allem daran liegt, dass es halt nicht morgens ist, Sonntag, sondern es ist schon abends. Es ist jetzt schon um 5. Hallo FIFA-Fans, schocke deine Gegner mit Ultimate Scream-Objekten bis zum 29.10. Setzt diese Ultimate Scream-Spieler halten. Geil, dass wir das gemacht haben. Halten bis Oktober. Automatische Boosts und dann verbreite im Laufe des Jahres weiter Angst und Schrecken, wenn ihre Boosts immer wieder reaktiviert werden. Ach, die werden dieses Mal wieder reaktiviert, krass. Das war ja vorher nicht so. Treibe deine Konkurrenz mit wahnsinnigen Werteboosts den Angst. Das ist ja geil. Na mal gucken. Ich habe das noch gerade zum ersten Mal mit, habe noch nicht angeguckt, was es da für Spieler gibt, ob interessanter für mich dabei ist. Mal schauen. Ich habe leider zurzeit nicht Kohle dafür, das ist das Problem. Aber wir sind ja noch ein paar Tage in den Packs und dann mit der nächsten Weekend League Belohnung. Werde ich dann vielleicht mir einen holen. Mal gucken, wenn es interessanten gibt. Und ja, es ist jetzt 17 Uhr. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal zwei Spiele machen. Und dann werde ich erstmal zu meinen Eltern essen gehen. Und dann weiß ich noch nicht, wie lange ich dann weg bin, ob ich gar nicht wieder Zeit habe. Aber ich werde wahrscheinlich ultra viele Spiele nachts machen müssen. Und ich bin echt gespannt, wie viele Spiele ich schaffe, auf wie viele Spiele ich Lust habe. Gold 3 ist Pflicht, also ich werde auf jeden Fall versuchen, mehr kann ich nicht machen, ich werde auf jeden Fall versuchen, so lange zu spielen, bis ich zumindest Gold 3 erreicht habe. Das ist schon mein Ziel, mein Minimalziel eigentlich, damit ich mich nicht qualifizieren muss für die nächste Weekend League. Und eigentlich würde ich gerne alle Spiele spielen, aber ich habe halt echt das blöde Gefühl, dass ich das nicht schaffen werde. Einfach von der Zeit her. Auf jeden Fall beim 3-0, ich glaube, ich werde nie ein 3-0 drehen jetzt, werde ich, also sobald es 3-0 steht, ist... Wird mir sehr, sehr schwer fallen, weil ich ungern Spiele abbreche. Ich habe es, glaube ich, bisher auch noch nie gemacht. Aber sobald es 3-0 für den Gegner steht oder sagen wir mal, er 3 Tore Vorsprung hat, werde ich es abbrechen, das Spiel. Und mehr kann ich nicht machen, um zumindest etwas Zeit zu gewinnen. Aber ich will natürlich so konzentriert und gut spielen, dass ich nie 3 Tore Rückstand habe. Ich will so konzentriert und gut spielen, dass ich am besten immer in der regulären Spielzeit gewinne. Darauf spielen, dass der Gegner abbricht, das ist einfach gerade jetzt in FIFA 18 so schwer geworden. Und selbst in FIFA 17 habe ich es fast nicht hinbekommen, dass der Gegner abgebrochen hat. Deswegen, ja, mache ich mir darüber keine Gedanken und rechne auch nicht damit. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist halt wirklich... Oh, das ist kein wirklich krasses Team, im Gegenteil. Ich kann auch versuchen, konzentriert gut zu spielen, dass ich... im besten Fall halt in der regulären Spielzeit meine Tore mache und führe und gewinne und nicht in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gehen muss, aber ich bin mir sicher, das wird auch in den 20 Spielen vorkommen, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich in 21 Spielen in der regulären Spielzeit gewinne oder halt auch verliere. Es wird einfach Verlängerung und Elfmeterschießen geben. Und jetzt... Was? Ich dachte echt, da geht rein, ohne Scheiß. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Spiel und wie gesagt, ich dachte, da geht rein. Schade. Ach Mann, ey, sorry, ja, da wurde schön geblockt, der Wagner. Das verstehe ich nicht. Der hat so einen krassen Körper. Da dürfte doch eigentlich nicht funktionieren, geblockt zu werden. Also, der dürfte nicht einfach so am Gegner abprallen, meiner Meinung nach. Mit der Körperkraft, die der hat. Aber okay. Trotzdem vielversprechender Anfang, das kann man schon mal sagen. Schade. Er hat nur gedacht, ich mache den Fehler und rennt blöd auf den viel zu schnellen Spieler zu. Das hat er natürlich nicht gemacht, sondern bin mit Schmelle schön auf Abstand geblieben. Dadurch hat sein Ballverlegen halt zum Glück gar nichts gebracht. Schwacher Pass von Wagner, aber wie gesagt, mit sowas muss ich leider leben, wenn ich ihn spiele. Sonst darf ich ihn halt nicht spielen.
So, und gerade bei Sol, das war ja kein wirklich schwerer Pass, die macht auch Wagner meistens, deswegen ist es heute halt Pech, dass er da gerade in dem Moment. So gerade in dem Moment den Pass da verkackt. Oh, oh, da habe ich zu fest aufgezogen. Das war mein Fehler, der Fehlpass. Konzentrieren. Jetzt auf jeden Fall was drin. Das Spiel darf ich nicht verlieren. Wieder. Ach, Rangis hätte eigentlich auch schon das erste Tor machen müssen. Doppelt schade. Ach, hat er super gut rausgespielt. Er hat es gut rausgespielt. Schade. Aber egal, gegen den Spieler kann ich das Spiel auf jeden Fall drehen. Aber er hat es gut rausgespielt. Ich hätte selber schießen sollen, nicht nochmal zu Wagner passen, aber ich dachte halt, Wagner steht da eigentlich ganz gut und naja, leider ist dann der Torhüter rausgekommen, wieder ein schlechter Pass von Wagner. Schlecht gespielt. Macht er gut. Schlechte Ballannahme, jetzt spiel ich zu überhastet. Jetzt versuche ich es zu erzwingen, ich merke das gerade. Ich muss wieder ruhiger werden. Komm, bleib ruhig. Versuch es nicht zu erzwingen. Schuss. Komm! Schade, Wagner. Luck. Oh, den hättest du nicht mehr klären müssen, Zuber. Bleibt sogar im, nee, er bleibt nicht im Ball. Ach doch, er bleibt im Ballbesitz, aber nicht über den direkten. Kommen wir jetzt schon nicht schlecht am Strafraum, muss man sagen. Das Tor hat er, wie gesagt, gut rausgespielt, hat ein bisschen Pech. Hat er auch, wie gesagt, Pech, denke ich, im Abschluss von Arangis im ersten Schuss, aber der ist auf jeden Fall nicht besser als ich.
mich einfach konzentrieren. Abseits, nice. Gehen wir mal auf Offensiv. Macht er gut. Täuscht erst an. Verstehe ich nicht. Hab zu viele kleine Fehler drin, also ich spiele nicht gut, gefällt mir nicht. Da ist deutlich mehr drin. Von meiner spielerischen Leistung her. Schönes Foul. Schmelzer schön. Ja, weiß ich nicht, was die da machen. War von hinten bis vorne nicht so geplant. Schön gedribbelt mit Zuber. Boah, dann habe ich so eine scheiß Idee schon wieder. War auch wieder so schlecht von mir. Aber jetzt verliere ich das Spiel durch meine Dummheit. Ja, eigene Dummheit, sorry, aber ich spiele es nicht gut gerade. Ich spiele es gerade nicht gut. Wenn ich das Spiel jetzt verliere, ist es absolut zu Recht. Ich könnte besser spielen, aber mache gerade zu viele kleine Scheißfehler. Ich glaube, ich habe einfach gerade nicht die Ruhe in meinem Kopf, sondern bin zu sehr in diesem Fokus. Fuck, du hast so viele Spiele und du musst noch so viel gewinnen. Du musst generell noch versuchen, keine dumme Zeit zu verlieren, also das ist gerade, ich merke das, dass das daran liegt. Und deswegen werde ich das Spiel auch höchstwahrscheinlich zu Recht verlieren. Obwohl der Gegner definitiv nicht besser ist als ich. Im Gegenteil, ich bin meiner Meinung nach, habe das bessere Team, kann auch besser spielen als der Gegner, da bin ich mir sicher. Schade. War mal ein guter Angriff. Wenn ich immer so gespielt hätte, hätte ich jetzt vielleicht schon ein Tor. Ich wechsle dann noch, ich wechsle jetzt nicht erst. Ich glaube, ich könnte das Spiel jetzt auch abbrechen, aber ein 2-0 ist halt noch möglich in diesen letzten Minuten aufzuholen. Und ja, wenn ich es verliere, ist es absolut eigene Dummheit. Ich bin halt einfach nicht ruhig genug. Ich bin nicht ruhig genug. Ich habe dann halt auch gerade dann nach dem 1-0, denke ich, auch komplett meine Ruhe verloren. Deswegen verliere ich das hier zu Recht, wenn ich es verlieren sollte, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und ich. Ganz sicher, das ja.
kann denn das kein Foul gewesen sein? Scheiße, gedribbelt. Das hat er ja gut ausgespielt. Wagner. Ich bin echt kurz davor, ihn jetzt rauszukicken, weil er jetzt drei beschissene Pässe gehabt hat. Ich bin echt kurz davor, ihn jetzt rauszukicken, aber ich weiß, dass es unverdient wäre, weil Wagner hat halt gut gespielt und ich spiele gerade scheiße in dem Spiel. Oh nein, Schmelle! Ah, ich war's. Wie gesagt, ich verliere absolut verdient, weil ich einfach scheiße gespielt habe. Und so muss ich wenigstens nicht in die Verlängerung. Das ärgert mich so sehr, weil ich so sinnlos. Ich brauche mich nicht drüber ärgern, es ist egal, es spielt keine Rolle. Komm, nächstes Spiel. Und jetzt einfach versuchen, von Anfang an ruhig zu spielen. Ich meine, das Spiel vergeht nicht schneller, das muss ich mir in den Kopf eintrichtern. Das Spiel vergeht nicht schneller, nur weil ich hastig spiele oder übertrieben krass versuche, nach vorne zu spielen, ohne ein ruhiges Spiel aufzubauen. Davon vergeht das Spiel ja nicht schneller. Im Gegenteil, das Spiel vergeht tendenziell schneller, wenn ich ganz ruhig versuche, meinen Stiefel durchzuziehen, das Spiel versuche. Zu gewinnen, weil dadurch dann ja logischerweise die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich nicht in die Verlängerung muss. Deswegen, ja, muss ich einfach ganz, ganz ruhig. Ich muss einfach immer dran denken, es geht nicht schneller, nur weil ich versuche, schneller zu spielen. Es bleibt genauso lang, das Spiel. Scheißegal, ob das jetzt eine Niederlage war, die nicht hätte sein müssen. Spielt keine Rolle. Nächstes Spiel. Ist halt einfach nicht optimal, so viele Spiele zu spielen, aber wie gesagt, einfach ruhig bleiben. Das Spiel vergeht nicht schneller, nur weil ich schneller spiele. Ich überlege gerade, schaffe ich dann eigentlich noch eine Aufnahme, bevor ich zu meinen Eltern gehe, oder? Muss ich mal schauen. Oh, das ist ein gutes Team. Das ist ein gutes Team. Aber egal, wenn ich ruhig bleibe, kann ich gegen jedes Team gewinnen. Hybrid-Team. Mit starken Spielern. Einfach ganz ruhig. Und was ich auch nicht vergessen darf, jedes Spiel, was ich gewinne, bringt mich ja an Gold 3 näher. Und das ist ja das Minimalziel. Wenn ich dann bei Gold 3 so müde bin und immer noch 10 Spiele offen habe, dann sage ich mir vielleicht auch einfach Scheiß drauf. Ich höre auf zu spielen, deswegen hat es noch einen weiteren Vorteil, ruhig zu bleiben. Schade.
Sehr gut. Schade. Zum Glück kommt mal so ein Vogelbilder passt aus der Drehung nicht an. Stellungsfehler. Merkwürdige Schusstäuschung. Oh, zum Glück, das war einfach nur beschissene Pace. Und das Problem, dass mein Spieler wieder keinen Bock auf gar nichts hatte. Meine Fresse, das hätte mich so geärgert, das Gegentor. Einfach nur mit Pace auf die Abwehrreihe zu rennen und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. So dumm. Ah, du Treffer Icardi, schade. Mach doch den Pass, Rossi! Och Mann! Er hat Perrin durch krasse Reflexe, aber ist im Hechten nicht so gut. Das heißt, Distanzschüsse könnten eine Möglichkeit sein. Toll gemacht von Grammaric, für den Gegner angenommen. Oh, das haben wir gut verteidigt. Danke, dass du in den Lauf gehst, El-Sharawi. Krasses Tor. Was soll's, egal. Gegner spielt auch nicht schlecht, hat wie gesagt eine nervige... Eine nervige Stürmerreihe, sehr schnell, sehr dribbelstark. Ja, da war schön gespielt. Ich hab's wieder scheiße verteidigt, ey. Schade. Oh, nice luck. Nice luck.
Er soll da bald auch nicht hin. Oder zumindest nicht so. Ich bin immer noch viel zu hektisch, ich merke das. Oh, das ist scheiße. Man kann sich halt so viel einreden, aber das Unterbewusstsein spielt halt auch immer eine Rolle. Und gegen Glück kann man nichts machen, wir hatten auch schon alle Treffer. Wobei das halt sehr glücklich war, dass er da überhaupt zum Abschluss kommt. Geiler Pass von Philippe. Nice Luck, er bekommt wieder den zweiten Ball. Wir machen wieder den Fehler und antizipieren nicht seine Pace. Aber jetzt haben wir es aber gut antizipiert. Bin immer noch nicht zufrieden mit meinem Spiel, immer noch zu hektisch, haben ein bisschen Pech. Ich denke, unentschieden wäre gerechtfertigt. Deswegen ist so die leichte Führung für den Gegner nicht ungewöhnlich. Gerade die Spiele, die unentschieden ausgehen sollten, ist eigentlich immer irgendjemand in FIFA 18. Pass sollte da nicht hin. Hat er gut gemacht. Schöner zweiter Ball vom Gegner wieder. Steht gut in der Abwehr. Spielt sie aber auch wahrscheinlich defensiv auf Konter. Da soll der Ball nicht hin. Aber wir haben Glück. Wir haben mal Glück. Nice. Immer noch viel zu hektisch, Mann. Komm doch mal runter, ey. Oh, mich das aufregt. Und, oh, da wäre rein. Scheiße. Eieiei, da macht's echt gut. Mal noch ein Foul gewesen. Hat er gut antizipiert, da wollte ich auch. Na, ist egal, was ich wollte. Ich bin einfach scheiße. Ey. You man, euch so beschissen dumm spiele. Es ist immer noch nicht verdient, dieses 2-0, aber trotzdem beschissen. Was soll denn jetzt dieser Jubel immer? Hat der letzte Gegner auch schon gemacht, oder? Och, verliere ich das zweite Spiel. Das allerdings meiner Meinung nach nicht unbedingt verdient. Aber ich spiele trotzdem scheiße. Ich könnte besser spielen, ich bin viel zu aufgeregt.
nicht ruhig in meinen Handlungen. Hat natürlich auch ein bisschen Pech, aber wie gesagt, ich könnte besser spielen, dadurch den Glücksfaktor einfach minimieren. Schiri pfeift gar nichts, krass. Das war auch ein Foul. Sowas passiert einem nur, wenn man nicht konzentriert ist. Wenn ich so weiterspiele, die 20 Spieler, dann werde ich wahrscheinlich kein einziges mehr gewinnen. Oder nur ganz wenige, wo der Gegner wirklich so schlecht ist, dass es dann selbst mit so einer spielerischen Leistung reicht. Ach, Mann. Ich habe halt einfach. Mir war das halt so klar, dass wenn ich so viele Spiele am Sonntag machen muss, dass das einfach scheiße wird. Aber ich kann halt nichts dagegen machen. Ich kann mir ja die Zeit nicht kaufen. Und es gibt halt, wer hätte gedacht, Sachen, die sind wichtiger als das Spiel. Deswegen kommt es dann halt auch mal zustande, dass man 20 Spiele an einem Sonntag macht. Wie gesagt, es ist im Endeffekt, denke ich, wären Unentschieden immer noch gerechtfertigt, aber dadurch, dass ich halt nicht mein Optimum spiele. Es ist absolut verständlich, dass ich jetzt hier in so einem Spiel verliere. Und der Gegner ist auch besser als der letzte. Ich spiele aber auch einen Tick besser als beim letzten Gegner, aber es ist halt einfach nur. Ja, was soll es? Ich meine, meine eigentliche Schuld, was soll ich da sagen? Steht halt auch immer so ein dreckiger Spieler, der den Schuss blockt, ey. Eigentlich fehlt nur noch, dass ich jetzt wieder das 1-2 mache. Das ist. Oh. Dass es dann halt wieder so super knapp ist und es halt noch weniger bringt. Boah, dieses System mit den Pässen los, ihr Idioten! Oh, auf dem zweiten Pfosten, da muss es halt wieder am Hinfallen machen. Verdiente Niederlage. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Spiel mache oder nicht. Oh, ich sollte halt nur ein Spiel schaffen, aber ich glaube, ich mache keins mehr, oder? Ich mach nur eins. Ich denke, ich werde erstmal zu meinen Eltern essen gehen. Vielleicht bringt mich das ein bisschen runter, dass ich ruhiger spielen kann. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Oh, das nervt mich. Es nervt mich mega. Es nervt mich, dass ich so viele Spiele machen muss am Sonntag, weil es nicht anders ging. Es nervt mich, dass ich jetzt so scheiße spiele, weil ich einfach innerlich total unruhig bin, weil ich weiß, du musst viele Spiele machen, du musst ziehen, du musst gewinnen. Und jetzt habe ich hier schon wieder aus 7 Spielen 4 Niederlagen und ach, es ist zum Kotzen, ey. Die letzte Weekend League könnte mir theoretischerweise Mut machen, weil da habe ich noch Gold 1 geschafft und bin am Anfang auch total scheiße gestartet. Aber es ist halt nicht mehr so, dass ich jetzt noch ewig Zeit habe. Es ist halt bald vorbei. Toll. Fuck, ey. So ein Scheiß. Egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.